Hallihallo, meine Hübschen. Das Video hier ist gerade nicht geplant. Es ist mit meiner iPhone-Kamera, weil meine Kamera nicht geladen ist. Und ich möchte das Ganze hier gar nicht so zu so einem riesengroßen, unfassbaren Konstrukt machen, weil es das einfach stumpf nicht ist. Aber ich glaube trotzdem, dass ich vielen Leuten mit diesem Video so ein bisschen weiterhelfen kann oder allgemein Mut geben kann, weil sie sehen, sie sind nicht alleine mit ihren Problemen, sondern hey, hier ist noch jemand Dummes, dem es ähnlich geht. Und ohne um den heißen Brei herumzureden, ich gehe zur Therapie, weil ich seit sehr, sehr langer Zeit Depressionen habe. Ja, ich finde halt allgemein ist das ein Thema, womit sich viel zu wenig auseinandergesetzt wird. Es wird immer gesagt, okay, mir geht's vielleicht nicht gut. Aber manchmal nimmt das Ausmaße an, die nicht mehr normal sind oder die einfach nicht mehr zumutbar sind für Menschen. Und ich bekomme ganz, ganz oft Nachrichten von vielen von euch, in denen ihr mir schreibt, dass ihr total die Probleme mit eurer Familie oder mit was auch immer, mit euch selber oder mit Freunden habt. Und ich denke mir immer nur so, ich würde euch so unglaublich gern unterstützen dabei, aber ich persönlich fühle mich einfach überfordert, weil ich bin kein gelernter Psychologe. Ich habe Angst, euch die falschen Ratschläge zu geben. Und ich habe Angst, dass ihr auf meinen Ratschlag hin eventuell irgendwas macht, womit ihr euch eventuell nur noch mehr verletzt oder es euch nur noch schwerer macht, weil ich halt nicht in eurer Situation drinsteck. Das macht es für mich unglaublich schwierig, weil ich möchte euch irgendwo zur Seite stehen, aber ich bin irgendwie, ich komme an den Punkt, wo ich merke, vielleicht ist das gar nicht so gut. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich Angst habe, euch einen Ratschlag zu geben, wie ich eben schon sagte, der es im Endeffekt nur noch schlimmer macht, weil ich es gar nicht so richtig beurteilen kann, weil ich stecke nicht in eurer Haut. So versteht ihr, was ich meine? Das tut ein Psychologe auch nicht, aber mit dem könnt ihr unglaublich tiefe, intensive Gespräche führen. Und ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt seit fast einem Jahr in Therapie. Das hilft. Extrem. Wenn ich zurückschaue und so ein bisschen überlege, ganz ehrlich, mir hätte es schon so viel früher, so viel besser gehen können. Wenn ich mir überlege, dass ich all die kleinen Dämonen, die in meinem Kopf sitzen, gar nicht hätte so groß werden lassen, sondern halt von Anfang an, vor 15 Jahren oder so, das Ganze so ein bisschen aufgearbeitet hätte für mich, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Tatsache ist, ich habe es nicht getan. Warum ich das Ganze anspreche, hat noch einen weiteren Grund. Und zwar war ich relativ frisch in einer Therapiephase drin, und war gerade unglaublich viel in meinem Kopf, so am Hin- und Her-Wursteln, und habe halt irgendwie auch voll viele Sachen aus meiner Kindheit und so und mit dem Tod meines Papas und sonst wie verarbeiten müssen. Und das zu einer Zeit, wo sich das Ganze hier mit YouTube extrem entwickelt hat. So, Anfang des Jahres, im Januar, ist eins meiner Videos, die schlimmste Nacht meines Lebens, viral gegangen und über Nacht waren wir 10.000 Abonnenten und seitdem wächst das Ganze hier in so horrenden Dimensionen, die für mich so überhaupt gar nicht greifbar sind. Und in dieser Zeit, als mein Kanal irgendwie zum ersten Mal wirklich durch so einen Ansturm gewachsen ist, war ich in so einer angreifbaren und verletzlichen Zeit, dass ich mich so extrem selber unter Druck gesetzt habe und das möchte ich nicht mehr tun und ich mache das nicht mehr. Ich habe es die letzten 2, 3 Monate echt gut hinbekommen, dass ich halt sagen kann, ich bin stabil in meiner emotionalen und psychischen Situation, aber es gab definitiv auch Momente, wo ich die falschen Entscheidungen getroffen habe und mich einfach zu Sachen habe verleiten lassen, sowohl privat als auch hier auf YouTube, die ich im Nachhinein nicht gutheißen kann. Das klingt so blöd, was mir gerade in den Kopf kommt, aber ich bereue es nicht, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Eigentlich ist der gar nicht so verkehrt, dieser Mensch. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich es nicht nochmal wieder machen würde. Wenn ich mir ein paar Videos von vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr anschaue, erkenne ich mich selber einfach nicht wieder. Ich weiß nicht, wer diese Person ist und ich bin es halt selber. Das finde ich sehr schade und das möchte ich nicht und ich möchte kein falsches Bild irgendwie von mir hier wiedergeben, weil ich halt immer probiere, ehrlich zu sein und mir nichts ausdenke und nichts mache, um hier irgendwie sonst was im Internet zu tun. Das bin ich einfach nicht. Aber das Ding ist, ihr müsst verstehen, mir ging es in der Zeit so unglaublich schlecht und ich habe mich
einfach so hardcore mit mir selber auseinandersetzen müssen, aber dafür habe ich mir irgendwie nicht die Zeit genommen, weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, so, oh, voll cool, mein YouTube-Kanal ist irgendwie so ein bisschen am Wachsen und ich mache das seit 8 Jahren hier und irgendwie kommt zum ersten Mal irgendwie auch eine etwas größere Resonanz. Ich war total geflasht und war nur so, okay, machen, 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 machen. Aber irgendwie hätte ich mir mehr Zeit für mich selber nehmen müssen, weil ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber wenn man in so einer emotionalen, schwierigen oder aufwühlenden Zeit ist, wo man halt voll viel auch an sich selber oder mit sich selber arbeiten muss, braucht man zwischendurch auch einfach Zeit für sich selber. Und es hat halt echt was damit zu tun, dass ich mir die Zeit nicht genommen habe und halt das gesagt habe, das ist alles total in Ordnung, ich bin strong, ich kann das handeln, so alles cool. Aber in mir drin bin ich ein ganz kleines Würmchen, was auch super schwach ist und heult und weint und frustriert ist und stampft und auch mal Sachen durch die Gegend wirft. Das ist ja nicht immer diese Glitzer-Glamour-Welt oder sonst was. Das ist nicht die Realität, so, und jeder, der das glaubt, nein. Vielleicht ist es das für andere Leute, aber es ist definitiv nicht für mich. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ihr wisst, es ist total in Ordnung zuzugeben, dass man Schwächen hat. Was nicht in Ordnung ist, ist, diese Schwächen hinzunehmen. Was mir einfach super hardcore auf der Seele brennt und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das wisst und versteht, jeder Mensch dort draußen hat Fehler und Probleme und Sorgen und Ängste. Manche Leute mehr, manche Leute weniger. Aber gerade auch, wenn es um solche Sachen wie Depressionen geht, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann zögert nicht, dann holt euch diese Hilfe. Ich habe locker 10, 15 Jahre zu lange gewartet und ich merke, wie gut es mir jetzt tut, einfach nochmal diese ganzen Sachen für mich selber aufzuarbeiten. Ich habe ganz viele Sachen halt immer als Tatsache hingenommen, aber nie wirklich hinterfragt und das hat mich halt innerlich so ein bisschen verkrüppelt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl irgendwie, das kommt alles raus und ich kann irgendwie zum ersten Mal so richtig atmen. Und das hat nichts hier mit YouTube oder all dem zu tun. Das geht einfach um mich. So, um Dinge, die in meinem Kopf abgehen. Um so kleine Zahnräder und so ein Scheiß. Wie gesagt, meine Lieben, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Denn wir kommen alle irgendwann mal in unserem Leben an einen Punkt, an dem wir nicht weiterkommen. Und wenn es sowas Einfaches ist, wie zur Therapie zu gehen, warum macht man das nicht? Warum macht man sich selber kaputt? Warum macht man sich selber so viel Druck? Weil man Angst hat. Ich hatte auch Angst. Ich hatte unglaublich viel Angst, was die Leute denken, wenn sie wissen, ich gehe zur Therapie. Aber wisst ihr was? Mittlerweile ist es mir echt egal, weil ich weiß, dass es mir selber gut tut. Und das ist das Allerwichtigste. Ihr solltet euch und euer Wohlergehen immer als oberste Priorität haben. Das heißt nicht, dass ihr auf andere scheißen sollt, aber wenn es euch selber nicht gut geht, könnt ihr anderen gar nicht so helfen, wie ihr es sonst können würdet. Und um nochmal auf die Videos zu sprechen zu kommen, es waren solche Aktionen auch dabei, wie mit meiner Zwillingsschwester oder so, wo ich es schneller gemerkt habe, einfach, hey, das ist nicht, das bist nicht du, das ist nicht das, was du bist. Warum machst du sowas? Und wenn ich das hinterfrage, komme ich zu einem ganz unglücklichen Punkt. Und ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen durch diese Zeit zurückgearbeitet. Und was das angeht, ist YouTube ein unglaublich geiles Tagebuch für mich. Es gibt noch ein paar andere Videos, mit denen ich wirklich nicht glücklich bin. Und das hier ist halt mein Kanal. Und ich finde, wenn ich nicht hinter den Inhalten stehen kann, wer kann es dann? Dementsprechend werden ein paar Videos verschwinden. Und ich möchte es einfach nicht für die Nachwelt festhalten. Das ist ein Teil von mir. Und ich möchte das nicht verstecken. Aber das ist nichts, worauf ich stolz bin. Und dass ich, was man in diesen Videos sieht, ist nichts, worauf ich stolz bin. Und ich möchte auf meinen Kanal kommen und ein gutes Gefühl haben. Und das habe ich einfach nicht mehr. Ich möchte einen sauberen, freshen, cleanen, coolen Start irgendwie hinlegen und mich so ein bisschen von Altlasten befreien. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und weiterhin auf diesem Weg begleitet. Und einfach wisst, dass egal was passiert, es gibt immer einen nächsten Tag und der hat in den meisten Fällen ganz, ganz viel für uns bereitzuhalten.